steht in der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als nun das Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir es denn an jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elam, Mieter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Halleluja. Miteinander zu leben. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht, du Geist des Sturms, der uns unruhig macht, du Geist des Mutes, der uns stark macht, du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, die uns einig macht, du Geist der Freude, die uns glücklich macht. Du Geist
des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht, komm, Heiliger Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Albert Einstein hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Pfingsten sagt, alles ist ein Wunder. Pfingsten lädt uns ein, das ganze Leben als ein Wunder zu sehen. Das Leben neu zu sehen. Ein zweites Mal hinzuschauen, zu staunen, zu danken. Das augenscheinlich Selbstverständliche als ein Wunder zu betrachten. Es ist ja der Geist Gottes, der im Mittelpunkt des Pfingstfestes steht. Er wird neu geschenkt, neu entdeckt. Er war ja eigentlich immer schon da, aber er wird neu wahrgenommen. Dieser Geist ist von Anbeginn der Schöpfung da. Am Anfang heißt es, die Erde war wüst und leer und verfinstert aus der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da ist er, der Geist, der Schöpfungsgeist, der in Abermillionen von Jahren die Schöpfung zu einem einzigartigen Kunstwerk gemacht hat. Diese Schöpfung um uns herum, heute, an diesem Morgen. Die wir nur bestaunen können und bewahren wollen, die wir schonen wollen, die wir zu Wort kommen lassen wollen und die uns jetzt im Frühjahr wieder so einzigartig berührt. Selbstverständlich und doch ein Wunder. Dieser Geist Gottes motiviert zur Liebe, zur Kraft, zur Besonnenheit. Wir erleben Ermutigendes durch andere Menschen jeden Tag. Wir selbst können andere ermutigen, selbstverständlich und doch ein Wunder. Dieser Geist Gottes führt uns zusammen aus ganz verschiedenen Traditionen und Kulturen, aus ganz verschiedenen Biografien und Familien. Wir erleben das hier im Gottesdienst, das ist spürbar in den vielen Gemeinden überall auf der Welt und auch an jedem Ort, wo Menschen aufeinander zugehen und sich begegnen. Selbstverständlich und doch ein Wunder. Also, Pfingsten, das Fest des Geistes, macht deutlich, das ganze Leben ist ein Wunder. Wir könnten auch sagen, das ganze Leben hat eine Seele, es ist beseelt. Die Seele ist der Bereich, wo wir atmen und aufatmen können. Seele heißt im Hebräischen atmendes Geschöpf. Pfingsten macht uns neugierig, entdecken neu, dass alles beseelt ist. Überall können wir den Atem Gottes spüren. Sieh wie zum ersten Mal, was eigentlich offenbar ist, was eigentlich jeder sehen kann. Und doch ist Pfingsten dann auch wieder ein besonderes Wunder, unberechenbar entzogen. Wir können es nicht einfach abrufen. Wir haben es nicht in der Hand. Es ist nicht normal, es ist fremd, ja befremdet. Im Text ist mehrfach davon die Rede, dass die Menschen sich verwundern, dass sie entsetzt sind, dass sie ratlos sind. Wer hätte denn damals in Jerusalem, als die Menschen zusammenkamen, gedacht, dass das geschehen könnte? Sie waren zusammen 50 Tage nach dem Passafest zum Schavuotfest, einem Erntefest, wo sie an die 10 Gebote gedacht haben. Wer hätte gedacht, dass das ganze Haus von einem gewaltigen Sturm erfüllt wird? Wer hätte gedacht, dass die Provinzler, die Jünger aus Galiläa so sprechen, dass Menschen aus aller Herren Länder es verstehen? Niemand hätte es gedacht. Ein Wunder. Und das Wunderbare setzt sich fort. Wer hätte gedacht, dass der Glaube an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, durch alle guten und schlimmen Zeiten Menschen hindurch begleitet, ja bis heute inspiriert? Niemand hätte es gedacht. Wer hätte gedacht, dass die Kirche, die immer wieder eine so menschliche, zerbrechliche Gestalt hat, wir merken das auch jetzt in der Corona-Krise, dass sie nicht nur erhalten wird, sondern bis in die letzten Winkel der Welt getragen wird. Wer hätte das gedacht? Niemand. Wer hätte gedacht, dass wir selber zur Gemeinde und zum Glauben finden, dass wir durch schwierige Zeiten hindurch bewahrt werden? Wer hätte gedacht, dass wir in den entscheidenden Momenten des Lebens den wichtigen Menschen, der uns begleitet, kennengelernt haben? Niemand. Alles ein besonderes Wunder. Also Pfingsten ist wiederum doch auch ein besonderes Wunder. Der Geist lebt eben, wo er will. Aber was bewirkt dieser Geist Gottes nun eigentlich? Was geschieht Pfingsten? Der Heilige Geist ist, so möchte ich es einmal sagen, ein Netzwerker. Er führt zusammen, macht verständlich, ermutigt, baut Gemeinschaft.
Pfingsten ist ja der Geburtstag der Kirche. Was schafft mehr Beziehung und mehr Vernetzung als die Geburt? Geburtstag der Kirche. Im Glaubensbekenntnis ist Pfingsten, also dem Heiligen Geist, zugeordnet, was voll von Beziehung und Netzwerk ist. Die Kirche, Gemeinschaft, Vergebung und das ewige Leben. Alles Einrichtungen, Lebenswirklichkeiten, die voll von Beziehung sind. Sogar der Tod soll nicht beziehungslos sein. Wir bleiben in Verbindung mit Gott. Die Pfingstgeschichte erzählt, dass die Menschen sich beim Pfingstwunder auf einmal verstehen. Es ist ja die Gegengeschichte zu der Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Sprachen der Menschen zerstreut werden. Jetzt kommen die Menschen zusammen, sie verstehen sich und gehen aufeinander zu, aus aller Herren Länder. Eine lange Aufzählung von Menschen, woher sie kommen, die das Wunder deutlich macht, so verschiedene Landstriche, so verschiedene Kulturen, sie verstehen die Jünger alle in ihrer eigenen Sprache. Und so wird es bleiben. Pfingsten schafft Gemeinschaft, Verständnis und Verstehen. Die Menschen bekommen durch den Geist Gottes Ideenreichtum, Kreativität und Mut. Und, das will ich an dieser Stelle auch noch sagen, sie verstehen sich durch das Wort. Das Wort hat Pfingsten seinen besonderen Ort. Es ist eines der normalen Wunder des Lebens. Nur so dahingehaucht in Luft und Hauch, das ist ja Geist von der Wortbedeutung her, Hauch und Wind. Unscheinbar und leicht kommt das Wort daher und schafft doch Welten und verbindet Völker. Schließlich, was können wir machen, dass es bei uns Pfingsten wird, dass wir begeistert werden? Abwarten. Aber nicht abwarten und Tee trinken, sondern gespannt abwarten, den Heiligen Geist erwarten. Im Text heißt es, die Jünger waren alle beieinander an einem Ort. Sie haben also trotz der unsicheren Lage und der Orientierungslosigkeit ausgeharrt, miteinander gewartet, miteinander gehofft und sie waren bereit und offen, sie haben Gott um einen neuen Weg gebeten. Deswegen sind viele Pfingstlieder auch Bitten. Komm, Heiliger Geist, o komm, du Geist der Wahrheit, komm, o komm, du Geist des Lebens. Unsere Erwartung ist das Einfallstor für den Heiligen Geist und für seine Kraft. Wenn es um dieses Warten und Erwarten, Bitten und Betteln geht, passt gut, dass Sie Jesaja-Wort aus Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass Sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass Sie laufen und matt werden, dass Sie wandeln und nicht müde werden. Albert Einstein sagt, es gibt zwei Arten zu leben, so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Dass nichts ein Wunder ist, das geht einfach nicht. Es ist alles ein Wunder, gerade jetzt, Pfingsten. Amen. Thank you.
Gottes Geist erfülle dich. Gottes Hauch berühre dich, Gottes Geist ermutige dich. Gottes Wind bewege dich, Gottes Geist begeistere dich. So segne und behüte dich der treue und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ende des Gottesdienstes noch einige Mitteilungen und Abkündigungen. Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich für die Spenden vom letzten Sonntag, vom 24. Mai. Für die Gemeindediakonie wurden insgesamt 50 Euro gespendet und für die innovativen Projekte, was über die Landeskirche geht, wurden 46 Euro gespendet. Herzlichen Dank an alle Spender. Die heutigen Spenden oder die Spenden für das Pfingstwochenende gehen einmal für den Klingelbeutel an die Bootsflüchtlinge in Not und die zweite Spende für die Landeskirche Hoffnung für Osteuropa. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis an unseren Gottesdienst morgen, Pfingstmontag um 10.15 Uhr in Neustadt und auch schon mal ein Hinweis auf den Gottesdienst nächste Woche am Sonntag, den 7. Juni. Dort findet der Gottesdienst im Teppelschloss auch wieder um 10.15 Uhr, beides Gottesdienste, wie immer, als Freiburg Gottesdienste. Hoffentlich haben wir schönes Wetter, sodass jeder von Ihnen ein bisschen Sonnenschein und Sonne im Herzen hat. Vielen Dank und auf, dass wir uns morgen, Pfingstmontag,